sind deutsche Meister über 10 Tänze geworden, das heißt über Standard und Latein, das ist dann kombiniert. Und ja, dafür muss man schon ziemlich hart trainieren, weil man nicht nur eine Disziplin hat, in der man sowohl Privatstunden nehmen muss und auch frei trainieren muss, sondern man hat dann eben immer 10 Tänze, die man komplett vorbereiten muss für das Turnier. Und ja, unser Ziel war dieses Jahr auf jeden Fall aufs Treppchen zu kommen, weil letztes Jahr waren wir im Finale Fünfte. Und dieses Jahr hat es dann mit dem Treppchen auch auf dem besten Platz geklappt. Die 5 Lateintänze sind Samba, Cha-Cha, Rumba, Paso Doble und Jive. Und die Standardtänze bestehen aus langsamer Walzer, Tango, Wiener Walzer, Slowfox und Quickstep. Das ist wie ein Traum, der wahr geworden ist. Wir haben uns dafür seit 3 Jahren vorbereitet. Das war unser Ziel von Anfang an, als wir uns kennengelernt haben. In unserer Tanzwelt muss man alleine am Anfang kämpfen, um was zu erreichen. Und das war natürlich am Anfang schwierig für mich, als ich hier hingekommen bin. Aber ich wusste, dass für Deutschland Tanzsport ist eine besondere Sportart und wird viel befördert. Ja, und deswegen bin ich hier hingekommen und zum Glück habe ich Virginia getroffen und jetzt sind wir zusammen und ja, also hat sich gelohnt. Das, was uns stark macht, ist, dass wir ein sehr, sehr gutes Team sind. Also Philipp ist auch aus Israel hierher gekommen, der ist noch nicht ganz so lange in Deutschland und dadurch unterstützen wir uns einfach sowohl als Tanzpaar, aber auch privat in ganz vielen Dingen und dadurch wächst man zusammen und wir haben auch schon ziemlich viel zusammen erlebt und auch durchlebt, sowohl tänzerisch als auch in privaten Situationen, wo man sich echt, manchmal hatte man Niederschläge und dann ist man einfach füreinander da und ich denke, dass das auch unsere Tanzpartnerschaft ausmacht, dass wir dann auf der Tanzfläche wirklich als gute Einheit rüberkommen. Wir haben uns jetzt mit dem Titel qualifiziert für die Europameisterschaft und für die Weltmeisterschaft. Die Europameisterschaft findet im Juni statt in der Slowakei. Und unser Ziel ist es dort, ja, das Finale zu erreichen. Wäre, sagen wir mal, ein Traumziel. Ob wir das machen können, kann man jetzt einfach nicht absehen. Natürlich ist der Ziel, immer mehr zu erreichen, aber ja, wir wollen natürlich ins Finale, aber ist es auch schwierig, dahin zu kommen. Ja, aber wäre schön auch.